Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dachte ich mir, ich mache noch mal ein kleines Zusatzvideo für euch am Sonntag. In der Vorweihnachtszeit ist es natürlich so, dass ich ganz, ganz viele spannende neue Produkte habe, die ich irgendwie so ein bisschen unterkriegen möchte. Nichtsdestotrotz möchte ich euch aber regelmäßig Content geben mit Produkten, die ihr vielleicht schon kennt, um so ein bisschen mehr als immer nur neu, neu, neu zu zeigen. Und deswegen habe ich heute hier Produkte, die ihr schon mal gesehen habt, aber die bei mir den Alltag wirklich massiv in Sachen Make-up verändert haben. Ich habe Produkte aus der Drogerie und so ein bisschen aus dem mittleren High-End-Bereich und vor allen Dingen die ersten Produkte aus der Kategorie Naturkosmetik, die ihr hier noch nie gesehen habt. Und ich weiß, dass viele von euch sich für Naturkosmetik interessieren. Ich habe aber noch nie etwas in der Drogerie gefunden, was mich wirklich interessiert. Deswegen habe ich was anderes für euch. Dazu kommen wir aber gleich. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Falls nicht, hoffe ich, dass die nächste Woche für euch viel, viel schöner wird. Es ist noch sehr früh. Ich bin hier. Es ist Sonntagmorgen. Und ich habe einfach richtig Lust, mit euch so ein bisschen zu quatschen und ein bisschen Make-up aufzutragen. Ich starte Tatsache auch gleich mit der Base. Und ihr wisst es, die Wonder Skin von Trended Up ist einer meiner liebsten Foundations im Moment. Denn sie ist so super, super einfach zu benutzen. Ich weiß, dass viele Probleme haben, die zu kriegen. Es wird die mit Sicherheit wiedergeben. Das ist ein Produkt, was im Standardsortiment ist. Das dauert immer einen Moment. Aber ich hatte euch auch neulich den Make-up Balm von L'Oreal gezeigt als Alternative, falls euch die vielleicht ein bisschen zu trocken ist. Was ich damit immer ganz gerne mache, ist Folgendes. Ich mache mir daraus wie so eine Art BB-Cream. Und das ist für den Alltag, finde ich, perfekt. Ihr wisst, dass sich bei mir vieles geändert hat, wie ich mein Make-up im Moment gerne mag und wie ich im Alltag aussehen möchte und nicht so viel und nicht so heavy und nicht so schwer, sondern alles sehr reduziert und ein bisschen mehr Natürlichkeit. Das wird wahrscheinlich nicht lange halten, aber wir starten einfach. Ich nehme mir ein bisschen was mit meinem Nagel raus und packe mir das auf den Handrücken und mische dieses Produkt mit einer Tagescreme. Ihr braucht nicht viel, wirklich nur eine kleine Menge. Ich habe jetzt hier die von Asam. Einfach nur, um Feuchtigkeit zu haben. Und das muss man wirklich gut mischen. Das Produkt von Trended Up reagiert auf Wärme und schmilzt dann. Und dadurch kriegt ihr so ein ganz besonderes Finish auf der Haut. Was nicht mehr so trocken ist, was nicht mehr so schwer ist und was sehr natürlich aussieht. Ihr könnt das Ganze so weit verdünnen, wie ihr wollt. Ihr könnt euch dann Liquid Highlighter mit reinmachen. Aber ich finde, dass das dann eine gute Alternative vom Feeling her ist, wie dieses Ding von Chanel. Das hatte ich euch, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gezeigt habe. Ich glaube ja, in einem Haul. Ihr habt einfach so ein sehr frisches und ausgeglichenes Finish. Ich hole euch gleich ein Stückchen heran, dass ihr euch die Haut auch nochmal ansehen könnt. Man sieht die Hautstruktur noch durch. Und das ist das, was ich auch haben möchte. Ich möchte nicht dieses Zugekleisterte im Alltag haben. Vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen in den Kommentaren helfen. Wie tragt ihr Make-up? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied, den wir auch einmal besprechen müssen. Ich, der jeden Tag Make-up trägt, um Content daraus zu produzieren. Und natürlich trage ich auch Make-up im Alltag. Aber das unterscheidet sich massiv. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das einmal sagen, weil ich habe neulich einen Kommentar gelesen, ja, ich würde immer nur Make-up tragen in den Videos, was ja einfach faktisch gar nicht stimmt. Sondern ich trage natürlich auch Make-up im Alltag, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, weil ich einfach das Gefühl von Make-up im Alltag anders haben möchte als in den Videos. Hier habe ich sehr, sehr viel, dass es in der Kamera vernünftig aussieht. Im Alltag sieht das aber ganz anders aus. Wenn ich das Make-up, was ich in den Videos tragen würde, im Alltag tragen würde, jeder würde denken, Girl, what happened to you? Du siehst aus wie eine Wüste und wie eine Krusty. Und das möchte ich noch ein bisschen probieren, jetzt hier für euch zu zeigen, wie mein Alltags-Make-up wirklich aussieht. Und dafür habe ich ein paar super spannende Produkte auch aus dem Bereich der Naturkosmetik für mich entdeckt. Habe ich euch neulich schon bei Instagram gezeigt. Und zwar bei ENA. Bei ENA ist ein Startup, ein Familienunternehmen aus München, was die erste 100% vegane und 100% zertifizierte Naturkosmetikmarke ist, die es hier überhaupt gibt. Und die Produkte sind wunderschön. Ihr wisst es, ich bin nicht so ein großer Fan von Naturkosmetik, üblicherweise in der Drogerie beispielsweise, weil ich da immer das Gefühl habe, dass das
nicht darauf bedacht ist, dass es gut aussieht. Und ich bin natürlich auch im engen Austausch mit der Geschäftsführerin von Baena, um einfach so ein bisschen mehr über diese Marke zu erfahren. Und ich habe gelernt, dass es ihnen wichtig war, dass es halt nicht dieses typische Naturkosmetik-Ding ist, dass es komische Farben sind, dass es komisch auf der Haut aussieht, sondern dass es ein schönes Finish auf der Haut hat. Und dafür habe ich vier wundervolle Produkte, die ich euch gerne zeigen würde. Ich habe auch einen Rabattcode von Baena bekommen. Ich verlinke euch alles einmal unten in der Infobox und den Code seht ihr einmal hier. Damit könnt ihr auf jeden Fall noch eine Menge Geld sparen. Die Produkte sind nicht so teuer, wie man denkt, wenn man sie sieht. Und vor allen Dingen, sie sind extrem ergiebig. Ich habe beispielsweise zwei wundervolle Lippenstifte hier. Einmal in der Farbe Lost Cherry und Seductive. Und Lost Cherry möchte ich heute als Blush benutzen. Das Packaging bei Baena besteht zu 100% aus recyceltem Material. Und vor allen Dingen beim Bronzer und beim Highlighter habt ihr Refills. Und um eine noch bessere Nachhaltigkeit zu erzielen, könnt ihr einfach, wenn ihr das Produkt aufgebraucht habt, das Pfändchen nachkaufen und habt dann das leere Packaging. Das fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Wir kommen gleich zu dem Bronzer, weil das ist ein Gamechanger gewesen. Lost Cherry ist aber ein sehr, sehr schöner, beeriger Ton. Der hat Rizinusöl mit drin, der hat Hyaluron mit drin, der hat Pflege mit drin. Sieht nicht nur schön aus, sondern spendet auch Feuchtigkeit. Und das ist natürlich gerade auch im Winter extrem wichtig. Ich nehme meinen LM1 Brush und tupfe mir das Ganze schon mal hier so ein bisschen auf. Und ihr seht sofort die Farbe auf den Wangen. Ihr könnt die Produkte, und dafür sind sie auch wirklich konzipiert, zweckentfremden. Also den Lippenstift als Lippenstift oder beispielsweise als Blush benutzen. Und durch diesen pflegenden Aspekt schützt ihr natürlich auch noch eure Haut. Und wenn ihr gleich die anderen Produkte seht, die Puderprodukte vor allen Dingen, dann seht ihr nicht mehr, dass das Naturkosmetik ist. Ein wunderschönes, zartes Finish auf der Haut. Und ich finde, durch die Farbe von Lost Cherry braucht man auch nicht mehr so viel Kontur, weil es ein sehr, sehr kühler Ton ist. Als Concealer benutze ich den Kaya Concealer. Den habe ich tatsächlich für mich jetzt echt lieben gelernt. Man braucht wirklich eine Menge an Produkt, oder ich zumindest, einfach damit ich die Deckkraft hinkriege, die ich haben möchte. Ich mag aber das Finish davon sehr, 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 sehr gerne. Und mit ein bisschen Concealer sieht die Base jetzt auch passender aus, aber nicht zu übersättigt. Ihr könnt euch den Lippenstift natürlich auch noch aufbauen. Ich nehme jetzt auch noch ein bisschen was. Und ich übertreibe es auch gerne ein bisschen mit dem Blush, gerade im Winter, weil das ist nicht so ein Pinky-Pinky-Pink-Ton, der dann aussieht wie Blush, sondern das sieht aus wie Haut, die so ein bisschen errötet ist, wenn du, weiß ich nicht, einen Winterspaziergang gemacht hast. Zum Fixieren meines Concealers benutze ich das Manhattan Lasting Perfection Puder in der Farbe Sesame. Das ist, finde ich, eine der besten günstigen Alternativen aus der Drogerie zu dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter Puder. Das ist so fein gemahlen. Das ist ein Compact Powder, eine Compact Foundation, die ihr perfekt aufbauen könnt. Und sehr, sehr lange hält. Also ihr könnt sie entweder als Foundation benutzen oder, so wie ich, punktuell so ein bisschen als Puder. Und mit einem großen, fluffigen Pinsel gehe ich einfach nur ganz leicht drüber. Ich möchte nämlich nicht zu viel Glow wegnehmen. Mein Favorit aus der Baena-Reihe ist Tatsache der Bronzer, weil er einfach die perfekte Farbe hat. Ich habe ihn in der Farbe 02 Sand und ich nehme einfach einen fluffigen Pinsel und trage mir den hier so in stempelnden Bewegungen auf. Der hat für mich die perfekte Farbe, der ist nicht zu warm, aber die Wärme, die da drin ist, ist eine ganz besondere. Er hat leichte reflektierende Partikel mit drin, die du aber nicht auf der Haut siehst. Und ich finde, das ist der Unterschied zu Daily Make-up und YouTube Make-up. Im Alltag möchte ich Produkte haben, die meine Haut zum Strahlen bringen und so ein bisschen, ja, wie Weichzeichnen. Und das schafft dieses Produkt tatsächlich sehr, 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 sehr gut, weil es sehr fein ist. Und das macht einen Unterschied, das wusste ich auch nicht vorher. Das Make-up, je nachdem wie es verarbeitet ist, entweder im Alltag oder im Video, einen ganz anderen Unterschied macht. Deswegen, ich probiere jetzt auch zukünftig immer ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich euch mehr sage, ist das jetzt Alltag oder ist das jetzt YouTube? Das ist jetzt hier ein volles Alltags-Make-up. Ich gehe auch mit einer guten Menge Bronzer über mein Gesicht und kann das ganze Gesicht aufwärmen. Und durch diese ganz feinen Partikel, die da mit drin ist, wird das Gesicht auch weich gezeichnet. Das ist ein wundervoller Bronzer, der wunderschön auf der Haut aussieht. Was ich total gerne im Alltag mache, unabhängig von diesem Produkt jetzt, aber damit funktioniert es halt auch sehr gut, weil es dann perfekt dazu passt, ist, ich benutze den hier als Lidschatten. Nur eine ganz, ganz leichte Menge. Ich finde, das umschließt das Auge noch so ein bisschen und sieht dann sehr passend aus. Das ist eine große Empfehlung von mir für euch für den Alltag, wenn ihr nicht so viel Make-up tragen wollt, aber trotzdem
zurecht gemacht aussehen wollt, nehmt den Bronzer, den ihr benutzt, als Lidschatten und tragt den so ein bisschen weiter nach außen auf. Ihr könnt dann auch so ein bisschen hier lang gehen. Das rundet das Gesicht. Ein Produkt, was ich so ein bisschen hochgehypt hatte, aber auch zu Recht, ist der Bouncy Highlighter von Rival Loves Me. Den gibt es irgendwie gefühlt in jeder Limited Edition, aber auch zu Recht. Das ist ein sehr glitzeriger Highlighter und ein wundervolles Dupe zu dem Fenty Beauty Diamond Bomb Produkt. Auch das ist so ein... Ich würde ihn nicht als Highlighter benutzen, weil dafür ist es mir zu viel. Aber als Lidschatten ist der perfekt. Ihr seht, wie stark dieses Produkt meine Augen zum Strahlen bringt. Bronzer in die Lidfalte und dieses Produkt auf die Augen. Und um noch so ein bisschen Bewegung ins Gesicht zu geben, gibt es auch einen Highlighter. Ich habe ihn jetzt in der Farbe Bellini 02. Ein sehr weicher Highlighter. Also wenn ihr auf glitzerige Highlighter steht, ist das nichts. Wenn ihr auf zarte Highlighter steht, ist das genau das Ding für euch. Ich gehe damit über mein komplettes Gesicht, aber nicht in die T-Zone. Nur auf die Stirn und auf die Wangen grob und kann dann mit dem kleinen punktuellen Pinsel hier mir ein paar Highlights setzen. Ich hatte euch die Produkte auch neulich bei Instagram gezeigt und niemand hat erraten, dass das, was ich benutze, Naturkosmetik ist. Also wenn euch die Produkte von Baena interessieren, schaut unbedingt einmal gerne in der Infobox vorbei. Lohnt sich wirklich mit dem Rabattcode, weil es einfach ein sehr, sehr schönes, natürliches Finish für den Alltag ist. Und es ist mir wichtig, dass ich das betone, das ist kein YouTube-Make-up, das ist perfekt für den Alltag. Durch meine Augenbrauen gehe ich jetzt mit diesem Nabla Brow Ambition Produkt. Ich weiß noch nicht so, ob ich es als Alternative sehe, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Damit kann man sehr schnell einfach die Augenbrauen so ein bisschen auffüllen und ein bisschen buschiger machen. Ich habe ja auch einen Brow Lift. Ich mache euch dazu demnächst auch nochmal ein Video, dass ihr das genau nochmal seht, wie ich das mache. Aber das ist schon mal wunderschön. Zum Setten hat sich wirklich herauskristallisiert dieses Schätzchen hier von Kaya, das That Dewy Look Spray. Das hat einen wundervollen Sprühstoß und es sieht wunderschön auf der Haut aus. Ich lasse das so ein bisschen auf der Haut einziehen und jetzt und bewertet immer euer Make-up erst dann, wenn ihr es gesettet habt. Ihr werdet nicht glauben, wie krass dieser Unterschied ist, wenn ihr Feuchtigkeit in euer Make-up zurückgegeben habt. Das lassen wir so ein bisschen antrocknen und ich zeige euch jetzt noch eine Lippenkombination mit einem sehr, sehr dunklen Lip Liner. Viele sagen, das ist so 90er. Ich bin ein 90er Mäuschen. Ich liebe das. Ich habe hier den Lip Liner von Morphe in der Farbe Sweet Tea und der ist vom Unterton ähnlich warm wie der Bronzer von Baena. Und dadurch sieht das Ganze dann auch wieder sehr harmonisch aus. Nur ganz leicht, ich drücke auch nicht zu doll auf, denn ich habe noch einen Lippenstift in der Farbe Seductive. Ein wundervoller Newton. Können wir bitte einmal kurz über meine Base reden? Das ist super natürlich und super frisch. Eine Mascara, die ich euch unbedingt ans Herz legen möchte. Und das ist verrückt, weil ich habe ja wirklich viele Mascaren schon getestet. Aber das ist wirklich eine der besten. Das ist die, ich glaube, L'Oreal Volume Million Lashes. Die sieht schon so durchgerockt aus in Balm Brown. Das ist die perfekte Mascara, wenn ihr wollt, dass man nicht sieht, dass man Mascara trägt. Und ich habe ja einen Lash Lift drauf auf den Augen, das lasse ich immer machen. Und dadurch sind die Wimpern natürlich schon schön nach oben gebogen und ich brauche nicht mehr so viel Schwung, sondern ich brauche einfach nur eine schöne Farbe auf den Wimpern. Und das ist die perfekte. Es hat dieselbe Farbe wie meine Augenbrauen und mein Bart und meine Haare. Und dafür finde ich das immer super, super passend. Können wir bitte kurz über diesen Look reden? Der sieht natürlich aus, der ist ein bisschen sexy, der ist ein bisschen... Er ist da, aber er ist nicht zu doll. Und das sieht nicht so übertrieben aus wie viele meiner anderen Looks, die ich sonst immer so schminke. Ich liebe das. Das sind wirklich ein paar Produkte, die mir den Alltag ein bisschen schöner machen. Und ich weiß, dass es vielen von euch ähnlich geht und euch das auch immer so ein bisschen fehlt hier auf meinem Kanal, dass ich eher so ein bisschen in Richtung Alltag gehe. Das ist mein aktueller Alltagslook. Ich bin super gespannt, wie ihr ihn findet. Ich verlinke euch alle Produkte einmal unten in der Infobox. Schaut also auch unbedingt noch einmal bei Baena vorbei. Dort könnt ihr noch ein bisschen sparen. Schreibt mir gerne eure Favoriten in die Kommentare. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns morgen schon wieder zu einem weiteren Video hier. Passt auf euch auf!